was dieses Ding hier alles kann und ob es sinnvoll ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Servus, ich bin's, der Patrick von PK Fishing und ich zeige euch in diesem Video, wie dieser Cyber Fishing Rod Sensor funktioniert. Als allererstes bekommt ihr den geliefert in einer kleinen Box. Da habt ihr so einen Klettverschluss mit drin und Gummibänder. Ich hatte vorher Gummibänder. Den legt ihr einfach auf den Blank drauf. Mit den Gummibändern wird es festgezogen und dann sitzt das ganze Ding. Das Teil wiegt 9 Gramm, also ihr merkt es auf der Route überhaupt nicht. Ich habe jetzt den Klettverschluss gewählt, weil ich habe den Sensor jetzt seit ein paar Wochen getestet und über die Wochen ist dieser Gummi spröde geworden, ist gerissen, blöd. Deswegen würde ich euch gleich empfehlen, wenn ihr eine Hauptroute habt, mit der ihr eigentlich regelmäßig angelt, dort einfach diesen Klettverschluss zu verwenden. Zum Starten müsst ihr einfach diesen Knopf hier drücken beim Cyber Fishing Rod und dann verbindet ihr das einfach mit einer App. Wie das in der App aber aussieht, das zeige ich euch jetzt. Nun sind wir in der App. Dazu ladet ihr einfach die App runter. Ihr fotografiert die Verpackung, das ist ein QR-Code. Dann kommt ihr zu einem Store und könnt diese App runterladen. Ihr stellt euch ganz normal ein Profil. Seht ihr dann links oben PK Fishing. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich dort auch abonnieren. Ihr stellt euch ein Profil mit den Daten, männlich, weiblich, was für ein Equipment ihr habt. Und schon kann es losgehen. Bevor wir loslegen, zeige ich euch erstmal, was das alles auf dem Homescreen zu sehen gibt. Hier bei links oben dieses komische Zickzack-Symbol bedeutet mit dieser 17. 17 Mal habe ich diesen Sensor schon mal verwendet. Rechts daneben steht die 7, das bedeutet, ich habe 7 Fische schon mit diesem Sensor getrackt. Und rechts daneben wären Freunde, wenn ich auf dieser App Freunde hätte. Interessant ist der Button Fish Activity. Wenn wir jetzt da draufklicken, links oben, das zeigt dann an, in der aktuellen Position, wo ich mich befinde, wie die Fischaktivität ist. Das muss man von links nach rechts lesen. Links ist die aktuelle Zeit. Die 4 Fischsymbole sind wie ein Beißzeitenkalender, je mehr Fische, desto besser. Unten sehen wir die Temperatur und Wolken stehen, dass es gerade aktuell wolkig ist. Die Windstärke sehen wir unten, wir sehen auch den Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit. Was sehen wir hier noch? Hier unten seht ihr dann die ganzen Aufzeichnungen, die ihr schon mal gemacht habt. Ich klicke mal auf die 27 Würfel. Dann seht ihr hier in dem See, wo ich war, habe ich gleich mal das erste Mal mit 27 Würfeln getestet. Wir sehen hier unten, wie weit bin ich auch gegangen, 241 Meter in einer Stunde 3, ist jetzt nicht so weit. Wie war die Temperatur zu der Zeit? Wir sehen ja so um 0 Grad bis 6 Grad mal teilweise. Wir sehen auch den Luftdruck, wie er sich über den Tag verhalten hat und auch die Windgeschwindigkeit sowie die Luftfeuchtigkeit. Was können wir jetzt hier machen? Beim linken Plus können wir zu unserer Historie gehen, noch weitere Aufzeichnungen anschauen. Wir können hier rechts auf dem Plus uns ganz oben dieses Zickzack anzeigen lassen, wie bin ich übergegangen. Ich habe hier links unten angefangen, bin dann hochgegangen, wieder zurückgegangen, dann über die Straße rüber. Aber wir können auch, wenn uns die Satellitenansicht nicht gefällt, hier aufs Kartensymbol gehen und haben halt diese Ansicht. Mir gefällt die Ansicht lieber, deswegen gehe ich jetzt hier wieder zurück. Das sind so alte Aufnahmen. Jetzt gehen wir nochmal, bevor es richtig losgeht, auf Angelgeschichte. Da sehen wir alle Ausflüge von mir, die ich natürlich mit diesem Sensor getrackt habe. Ist mal vielleicht interessant am Ende des Jahres, um zu sehen, wie lang war ich mal unterwegs. Unten bei meiner Angelkarte seht ihr im Endeffekt, wo ich die Fänge hatte. Was ich aber interessant finde, ist, wenn jetzt hier diesen blauen Kreis in der Karte, das ist so auf Höhe von Google, wenn wir das jetzt aktivieren, dann sehen wir auch die anderen Angler, die die App nutzen, wo sie ihre Markierung und Fischfänge notiert haben. Jetzt gehen wir mal hier in Amsterdam. Jetzt gehen wir mal gleich hier rein. Dann seht ihr hier, es sind relativ viele Fische und eine Markierung. Das heißt, für den einen Kerl war diese Stelle relativ interessant. Deswegen hat er sich die rot markiert. Wie das alles geht, sage ich euch gleich. Aber bei den grünen Symbolen habe ich schon ein bisschen rumgeklickt. Keiner zeigt seinen Fisch an. Das heißt, ich kann euch weder sagen, was da für Fische gefangen wurden, wie groß die sind oder. Bei meinen Hotspots, da bin ich leider noch nicht dahinter gekommen. Ich dachte immer, meine markierten Stellen werden da notiert, ist aber nicht der Fall. Unten meine Freunde wäre, wenn ich irgendwelche Freunde auf dieser App hätte. Bei meinem Profil sind einfach die Daten von meinem Profil, was ich da hinterlegt habe, Name, Adresse etc. Jetzt wird es aber interessanter, mein Sensor. Da sind alle Daten, die ich am Anfang, wenn ich die App starte, notieren muss.
Wir fangen mal oben an. Spinnangeln steht da. Das könnt ihr natürlich ändern zu Karpfenangeln, Eisfishing etc. Ich gehe ja Spinnangeln, deswegen habe ich jetzt einfach auf Spinnangeln geklickt. Unten könnt ihr euer Equipment hinzufügen, müsst ihr aber nicht. Bevor es aber mit dem Angeln losgeht, müsst ihr auf diesen Haken immer klicken und dann steht schon unten Sensor benutzen. Dann gehen wir auf Sensor benutzen und das finde ich jetzt doof. Ich will ja schon den Sensor benutzen und jetzt sagt er, willst du wirklich mit dem Angeln beginnen? Dann klicke ich nochmal drauf und beginne dann mit dem Angeln. Die Karte aktualisiert sich und wir sehen gleich, wo stehe ich, um wie viel Uhr, an welchem Tag und so weiter. All das können wir jetzt sehen. Ich simuliere jetzt mal, mit einer Hand kann ich leider jetzt gerade nicht werfen. Ich simuliere jetzt mal einen Wurf. Genau, jetzt habe ich einen Wurf gemacht. Jetzt habe ich die Möglichkeit, jetzt seht ihr diesen gelben Punkt. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mir jetzt zu sagen, Mensch, hier habe ich einen Fisch gefangen. Jetzt gehe ich auf diesen Sensor und drücke einmal drauf und jetzt sagt der Mensch, der hat hier einen Fisch gefangen. Oben habe ich jetzt die Möglichkeit, Bilder zu machen von der Landschaft jetzt hier oder vom Fisch, vom Tackle. So könnt ihr verschiedene Bilder machen und nachher wird es auf dieser App abgespeichert. Wer das gerne macht, diesen ganzen Aufwand, finde ich das eine ganz nette Angelegenheit. Ich mache vielleicht höchstens vom Fisch ein Bild und das war es eigentlich. Unten seht ihr dann interessante Details, das ist zum Beispiel die Fischgröße, was ist das für ein Fisch und ob ihr den wieder zurückgesetzt habt oder nicht. Weiter unten könnt ihr dann bestimmen, wer darf das alles sehen, nur ihr, Freunde oder alle. In dem Fall habe ich jetzt mal alle gemacht. Ihr bestätigt das mit grün und dann ist euer Fang. Ich gehe mal hier mit den Würfen raus. Weil ich mit dem Arm jetzt rumgefuchtelt habe, steht da jetzt eine 6. Seht ihr jetzt den Fisch. Jetzt möchte ich, sage ich mal, jetzt ist diese Stelle sehr interessant. Jetzt drücke ich nochmal drauf, also mache einen Doppelklick. Jetzt wird diese Stelle markiert. Marker, ich kann wieder Bilder machen, kann mir auch gewisse Notizen machen und dann habe ich hier auf der Karte mir diese Stelle markiert, weil die ja für mich vielleicht sehr interessant ist. Wann ist sowas interessant? Ich finde sowas interessant, wenn ich mit einem Boot unterwegs bin. Jetzt habe ich mal das Grüne mal ausgeblendet, weil ich mich auf einem Fleck befinde. Und dann findet ihr so auf einem großen See sofort gleich die interessante Stelle wieder, wenn ihr mal wieder unterwegs seid. Dann kann ich wieder alles einblenden. Das heißt, die Würfe wieder. Ich kann jetzt mal wieder ein paar Mal werfen. Simuliere wieder mit meinem Handgelenk ein paar Würfe. Ist eigentlich ganz interessant. Unten seht ihr bei den Details, um wie viel Uhr habe ich angefangen. Aktuell bin ich noch keinen einzigen Meter gegangen. Und die ganze Geschichte dauert jetzt schon 2 Minuten. Links unten dieser Berg bedeutet, wie hoch bin ich über Meeresspiegel. Rechts daneben bedeutet das, wie genau ist das GPS gerade. Sagen wir mal, ich bin jetzt fertig mit dem Angeln, alles ist toll, ich gehe auf die Zurück-Taste. Jetzt fragt er mich sicher und gehe einfach auf OK. Jetzt habe ich die Möglichkeit, direkt den Fang zu teilen, einfach rechts oben die Punkte. Oder kann einfach mit dem Pfeil wieder rausgehen und bin so wieder am Start. Das waren jetzt alle Funktionen, die ihr mit diesem Phishing-Sensor nutzen könnt. Ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, darüber kann man streiten. Ich persönlich nutze das jeden Tag beim Angeln und finde es nett, einfach am Ende des Tages zu sehen, wie viele Würfe habe ich gemacht, wie viele Stunden habe ich überhaupt heute geangelt, wie viele Kilometer bin ich gegangen. Ist eigentlich mal einfach nett, so eine Tabelle zu sehen, was alles so passiert ist. Ich denke aber, dieser Sensor wird jetzt nicht das Fischen revolutionieren. Was denkt ihr? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Like. Ansonsten, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, abonniert den Channel. Ich gehe weiter angeln. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.